Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog Statements zu Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich möchte mich heute ein bisschen mit den Kuriositäten der Bundestagswahl auseinandersetzen und vielleicht so ein paar Aspekte eben zur aktuellen Situation sagen. Also kurios fand ich zum Beispiel, dass der Johannes Kahrs von der SPD vollmundig, ich glaube sogar mehrfach auch in den Medien, dafür geworben hat, man möge doch mit, also die Union möge doch mit den Grünen eine Koalition eingehen. Da war so ein, natürlich so ein bisschen sarkastischer oder beleidigter Unterton. Aber schon sehr offensiv, habe ich in dieser Form auch nicht gehört. So nach dem Motto, na, spielt ruhig mit den Kleinen da, die reichen euch doch, die paar Stimmen, ihr braucht uns Große ja gar nicht hier. Kurios fand ich auch, dass Horst Seehofer gleich später oder was dafür geworben hat, doch dass die SPD der Koalitionspartner der Union werden sollte. Wenn er das ernst meinte, verstehe ich ihn nicht. Eigentlich müsste man erwarten, dass er daran interessiert ist, dass lieber ein kleiner Koalitionspartner, in dem Fall kämen natürlich nur die Grünen, die er strikt ablehnt, bislang zumindest in Frage. Vielleicht ist das aber auch, mein Seehofer ist ja ein hinterlistiger Taktiker, vielleicht auch alles gar nicht ernst gemeint, muss man vielleicht von ausgehen, weil je stärker der Koalitionspartner der Union ist, desto kleiner spielt er als Repräsentant seiner kleinen Unionsabspaltung CSU natürlich eine Rolle. Kurios fand ich auch, dass zwar die Grünen, die oberste Riege, also insbesondere Trittin, Künast und Roth, die anderen wollen ja wohl weitermachen, gesagt haben, so, ach nee, jetzt ziehen wir uns mal zurück, das war irgendwie unsere Verantwortung, dass das nicht so gut lief, die haben ja doch deutlich verloren, die waren ja im Höhenflug, dass sie auf einmal zwischenzeitlich in den Umfragen da also echt zu einer doch deutlich größeren Fraktion heranzuwachsen schienen und dann sind sie übermütig geworden, dann haben sie ihre traditionellen Themen vielleicht ein bisschen zu wenig bearbeitet und wollten in die große Finanzwelt, also ins Finanzministerium irgendwie einziehen. Also Trittin hat da solche Fantasien gehabt und hat sich dann natürlich zu Steuerthemen geäußert. Und das ist bekannt. Ich denke, das ist eine der Hauptursachen dafür, auch wenn das ungerecht ist, weil in der Tat haben die das gemacht, was die anderen Parteien hätten auch machen sollen, nämlich mal durchgerechnet, was ihre Forderungen eigentlich kosten und was das für die Finanzierung bedeutet und was da vielleicht irgendwie geändert werden muss. Aber da sind natürlich gerade die großen Parteien, die großen alten Parteien, CDU, CSU, SPD, die sind da inzwischen cleverer, die sagen, also Steuerthema ist nicht gut für den Wahlkampf. Wir tun mal einfach so, als wenn es da gar kein Problem gäbe. Oder wenn, dann völlig unverfängliche Sachen und schon gar nicht das Wort Steuererhöhung in den Mund nehmen. Wobei wir ja auch Zeiten hatten, da durfte man das Wort Steuersenkung nicht in den Mund nehmen, weil dann alle gesagt haben, was, die wollen die Steuern senken, wir haben so viel Schulden. Also das ist auch alles ganz komisch, das wollen die Deutschen nun, Steuererhöhung, Steuersenkung. Sage ich aber gleich nochmal was zu. Und ganz kurios, um das vielleicht nochmal die Liste zu beenden, war natürlich, dass die CDU, CSU bei ihrem Wahlsieg dann im Adenauerhaus ein Lied der Toten Hosen angestimmt haben. Erstaunlich, zeigt auch, dass irgendwie die alten Verteilungen, die alten Ideologien nicht mehr so ganz abgrenzbar sind. Und da so ein bisschen auch das Problem in der deutschen Parteienlandschaft liegt. Wir haben es mit den Koalitionen ja jetzt
sehen wir, was alles geht und was angeblich nicht geht. Verstehen tue ich zum Beispiel nicht, warum die Parteien links von der Union so kategorisch irgendwie, also ganz konkret SPD, aber auch Grüne, eine Koalition mit den Linken ablehnen. Die hätten nämlich die Mehrheit und auch wenn es natürlich Diskrepanzen zwischen den Linken und den anderen beiden gibt, das steht ja außer Frage. Und man muss die Linken auch nicht so mögen, aber warum sie das so leichtfertig verspielen, die Regierungsgewalt zu übernehmen, indem sie einfach diese Partei mit ins Boot nehmen und sehen, was sich da machen lässt. Natürlich, NATO-Austritt ist tabu, das dürfte klar sein, aber es gibt ja einige Themen vom Mindestlohn bis über die Energiewende, würde ich sogar sagen, da könnte man sich ja doch einig werden. Und insbesondere die typischen sozialen Themen, sage ich mal. Dass das nicht mal Versuch wert sein soll, weil die ganzen beleidigten alten SPD-Männer sagen, was die Partei unseres ehemaligen Vorsitzenden Lafontaine, auf den sind wir immer noch stinkesauer, das ist ein persona non grata bis in alle Ewigkeiten, deswegen koalieren wir mit denen nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, das ist der Hauptgrund. Das wird, so wie Gysi, glaube ich, zu Recht sagt, das letzte Mal sein. In der nächsten Bundestagswahl wird man sich da klugerweise nicht so festlegen. Ja, ob wir nun Schwarz-Grün kriegen können oder wieder eine große Koalition, was ich persönlich also sehr problematisch finde, weil es einfach die Demokratie schwächt. Wir haben eine Mini-Opposition dann, wenn wir eine große Koalition haben. Außerdem verliert langfristig die SPD noch mehr Respekt bei den Wählern. Also Mutti wird die wieder einkassieren und wird immer darauf verweisen, dass sie eigentlich diejenigen sind, die absolute Mehrheit bekommen haben. Da wird es dann auch ewige Streitereien geben. Der einzige Vorteil wäre, dass die Verhältnisse im Bundesrat, die ja sehr stark inzwischen wieder SPD dominiert sind, dass die dann dafür sorgen kann, dass die Gesetze nicht dort alle vereitelt werden. Aber inhaltlich halte ich das auch für problematisch. Also wir sind in einer Situation anders als vorletzte Wahl oder auch letzte Wahl so. Da würde ich sagen, da können die wenig miteinander anfangen, wenn sie mal ganz ehrlich sind. Gut, also was bleibt? Möglicherweise kommt es dazu, wenn sich alle verweigern und alle sagen, geht nicht mit dem anderen und so weiter, alle Wege verbaut sind, gibt es vielleicht ja Neuwahlen, dann kommt die FDP wieder rein und es bleibt alles beim Alten, aber vielleicht mit einer sich verändernden FDP. Immerhin Christian Lindner halte ich für einen sehr fähigen Mann und einer der alten Garde der FDP, die ja sicherlich auch ganz andere war als die letzte, die wir hier in den letzten Jahren präsentiert bekamen. Die könnte er vielleicht wieder in einer modernen Form aufleben lassen. Warten wir es ab. Ja, also die Union versucht im ersten, das ist auch kurios, da sind wir wieder bei den Kuriositäten, versuchte in der ersten Reaktion von Merkel die möglichen Koalitionspartner damit anzulocken, dass man ja sich vielleicht im Bereich Steuern, sprich bei der Steuererhöhung, war dann nur die Rede, für die Steuererhöhung durchaus einigen könnten. Auch lustig, ne? Auf was können sich Politiker immer am schnellsten, am besten einigen? Auf Steuererhöhung. Ne? Hatten wir damals bei der Großen Koalition auch. Mit uns werden wir auf keinen Fall irgendwie die Mehrwertsteuer erhöhen und ja, die anderen höchstens 1%. Und zum Schluss waren es 3 Prozentpunkte mehr. Aber das Thema wird ja falsch und, wie ich meine, bewusst falsch präsentiert. Ja, also nehmen wir meinetwegen die Grünen, die jetzt in Frage kommen. Die haben ja nicht gesagt, wir wollen die Steuern erhöhen, sondern die haben gesagt, die wollen die Steuern für
Gutverdiener erhöhen und die anderen entlasten. So, also eigentlich muss man sagen, wir wollen eine Steuerreform machen oder wir wollen die Steuerlastverteilung etwas gerechter machen. Und ich denke, das steht auch absolut an. Wir haben allein diese kalte Progression. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal erklärt, wie ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber wir brauchen eigentlich eine Maßnahme, die die unteren Bereiche, insbesondere im unteren und mittleren Bereiche, wieder etwas entlastet, weil die durch die Inflation der letzten, weiß nicht, 10 Jahre oder wie lange schon nicht mehr angepasst wurde, automatisch in höhere Steuerklassen langsam reinrutschen und dadurch auch in einer Weise belastet werden, die zum Teil gar nicht mehr tragbar ist. So, und wenn man davon redet, dass man Leute ab, sage ich mal, 250.000 Euro Jahreseinkommen etwas stärker belastet, ja, dass man will ihnen ja nicht das ganze Geld wegnehmen, sondern etwas stärker für die hohen Einkommen da belastet, dann, um das dann zu finanzieren, etwa diese Entlastung der unteren und mittleren, dann fände ich das schon, ich meine, das mag man, mögen manche auch anders sehen, aber das ist, glaube ich, eine Sache, die man vertreten kann und worauf sich auch viele Menschen einigen können. Selbst diejenigen, die dann mehr zahlen müssen. Ich glaube, da gibt es schon auch viele Einsichtige, die sagen, ja, was soll's, dann bezahle ich halt im Jahr, keine Ahnung, was dann zur Diskussion steht, vielleicht ein Tausender mehr von meinem Einkommen oder was. Gut, wird aber so nicht präsentiert, sondern Merkel sagt, ja, Angebot ist, okay, wir machen eine Steuererhöhung, da wäre sie wohl dabei. Kurze Zeit später, großes Aufbegehren des Wirtschaftsflügels der Union unter Fuchs und der sagte, also das geht gar nicht, wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Das heißt, wir geben zu viel Geld aus. Dann lasst uns da mal gucken. Wir haben so viel Einnahmen wie noch nie. Stimmt alles. Aber es soll ja auch nicht, das lenkt auch in die falsche Richtung. Es geht ja nicht darum, bei einer höheren Belastung der wirklich sehr gut verdienenden Bürger, dann, dass der Staat noch mehr Geld in der Kasse hat, sondern es geht darum, dass er gleichzeitig diese Einnahmesituation, die Veränderung der Besteuerung der Reichen dazu nutzt, im unteren und mittleren Bereich eine Entlastung herbeizuführen. Und dann kann man auch nicht mehr das Argument bringen, also man wird ja auch für doof verkauft als Bürger, kann man nicht mehr das Argument bringen, ah, das belastet die Wirtschaft, das können wir auf keinen Fall machen, das wird die Konjunktur platt machen. Ganz im Gegenteil, wenn diejenigen, die das Geld brauchen, mehr Geld kriegen, da kann man davon ausgehen, dass es sogar konjunkturbelebend sein wird. Auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass dadurch weniger Geld im Wirtschaftskreislauf ist, wenn man eine Veränderung der Umverteilung vornimmt. Also, wie gesagt, da kommen wahrscheinlich die meisten Bürger, wie auch, wenn man keine besonderen Kenntnisse von Wirtschaft hat oder was. Und wenn da so beinhart da in die Kamera gesagt wird, da kommen dann viele Bürger nicht mehr mit und das nutzt man dort aus. Ja, also man darf gespannt sein, wie es läuft. Es stehen viele Optionen offen und ich würde eine Prognose im Moment kaum wagen. Das ist alles drin. Der Preis für eine große Koalition ist hoch und deswegen glaube ich, wenn der nicht bezahlt wird von der Union, dann macht es die SPD tatsächlich nicht. Und so sieht es bei den Grünen auch aus. Und wie gesagt, gleichzeitig haben die sich einen Weg verbaut für eine rot-rot-grüne Koalition. Und dann stehen sie da und können eigentlich gar nichts mehr machen. Und dann müsste es eigentlich, wenn es so weit kommen sollte, eine Neuwahl geben. Da wäre aber die SPD auch wieder wahrscheinlich der größte Verlierer. Die würden vermutlich noch ein paar Prozentpunkte abgeben. Steinbrück hat sich sowieso schon verabschiedet. Also sie wüssten wahrscheinlich gar nicht mal, wen sie da jetzt nochmal zur Wahl stellen wollten. Also es wäre eigentlich eine Katastrophe für die SPD. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch die FDP reinkommt, weil dann viele sagen, verdammt, wenn wir Mutti haben wollen wieder, dann brauchen wir offensichtlich die FDP. Also komm, wählen wir lieber die FDP wieder rein.
Dann kommen die wieder mit ihren 600 Leuten, die gerade ausgezogen sind, und ziehen da wieder ein ins Regierungsviertel. Ja, alles möglich, warten wir es ab. So viel zu den politischen Kuriositäten. Und dann gehen wir mal über in die musikalischen Kuriositäten. Da habe ich euch diesmal diese Scheibe von diesem Herrn mitgebracht. Steht drauf und vom Bild her erkennen es wahrscheinlich einige von euch. Das ist eine Aufnahme von James Last. Und James Last, für die Jüngeren unter euch, ist, was weiß ich, ich glaube seit den 70ern als Big Band Leader, kann man wohl am ehesten ihn so nennen, unterwegs und dem deutschen Publikum durch grausame Samstagabendshows bekannt geworden. Und insofern hat er eigentlich auch nicht unter Leuten, die ein bisschen progressiver mit dem Thema Musik umgehen, eigentlich keinen guten Ruf, aber es ist letztendlich doch auch ein guter Musiker, ein guter Arrangeur. Und das hat er hier bei der Aufnahme in Los Angeles gemacht, hat auch unter Beweis gestellt und nicht zuletzt mit super Musikern wie Larry Carlton, Dean Parks, den Gitarren, also diejenigen, die ein bisschen Jazz, Rock, Fusion oder auch gute Musik aus dem Rock-Pop-Bereich hören, die werden die kennen. Ernie Watts spielt sogar Saxophon, also Leute, die echt bei tollen Produktionen auch mitgemacht haben schon. Ja, und das ist so ein richtiges handgemachtes Ding, wenn da irgendwo Streicher auftauchen, dann kommen sie nicht aus dem Synthesizer, sondern da sind da echte Streicher drin. Das ist alles sehr analytisch arrangiert, aber doch mit Herzblut. Sind witzige, kuriose Songs drauf wie Bolero von Ravel, Maurice Ravel, in einer Fassung, die ungefähr doppelt so schnell wie das Original ist. Klingt erstmal komisch, man kommt aber gut rein, ist schon klasse gemacht. Auch Cole Porter Klassiker wie Love for Sale sind drauf. Gesungen wird Gott sei Dank nicht so viel. Summertime von den Gershwins aus der Porky Bess Oper ist drauf. Und ein schöner Song noch, muss ich gerade gucken. Theme from Prisoner of Second Avenue. Ich nehme an, das ist ein Film. Ich kenne es jetzt nicht. Oder ich glaube es zumindest nicht, dass ich diesen Film kenne. Aber das ist ein schöner Song als letzter. Schöner Titel. Ja, gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sind gespannt und warten mal ab der Dinge, die da so kommen. Wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir da schlauer werden. Okay, danke und schöne Zeit. Tschüss.